Hallo Freunde, willkommen zurück zu einer neuen Folge Bausimulator. Es ist mal soweit, wir machen weiter. Und zwar haben wir in der letzten Folge ja den neuen Auftrag angenommen. Und fahren da jetzt die ersten Maschinen hin. Wir haben ja schon in der letzten Folge vorgeladen, den Bagger und den Teleskoplader. Danach müssen wir noch müssen vielleicht noch die Rampen einfahren. Danach müssen wir noch die Raupe und die Walze fahren. Genau. Dann ist nämlich schon mal unser Grundmaterial alles unten, ne, auf Baustelle. Genau. Wir machen übrigens den Flughafen. Also wir haben jetzt den Flughafen angefahren. Das heißt, wir werden die Baumaschinen runterfahren und lassen die unten stehen, bis wir mit dem Flughafen fertig sind. Deswegen fahren wir da jetzt erstmal alles runter. Wenn haben wir jetzt nach und nach einfach mal ein paar Sachen unten. Ich habe mich jetzt für den JCB-Bagger entschieden, da ich glaube, wir müssen nicht so viel baggern. Das heißt, der müsste reichen. Falls sich das noch irgendwie anders zeigt, dass wir doch wegen mehr baggern müssen, dann leihen wir uns einfach einen beim Händler und lassen den dann auf Baustelle liefern, weil der Fahrzeughändler, der ist ja quasi wieder gegenüber von der Baustelle. Und dann sind die Lieferkosten auch nicht so hoch. Und dann können wir den Leihbagger da einfach liefern lassen, bevor wir dann da nochmal mit Lieflader rumscheißen. Ich werde jetzt die zwei großen Fahrzeuge rausfahren, also sprich den Bagger und die Raupe, und dann stellen wir den Schwerlaster eh weg und fahren wahrscheinlich alles mit den kleinen dann. Was wir mit dem Kleinen fahren können, damit wir nicht so viel mit dem Großen jetzt hier rumscheißen müssen. Wie gesagt, da habe ich jetzt nicht so Bock drauf. Ja, wobei es von der Fahrstrecke dieses Mal echt angenehm ist. Eigentlich hier nur schnell auf die Autobahn und dann nur wieder runter und dann passt es. Ja, wir werden jetzt auch, bevor wir jetzt gleich die anderen Fahrzeuge holen, starten wir auch gleich hier mit Bauplatz aufräumen, weil da brauchen wir jetzt keine anderen Maschinen, da reicht der Bagger. Dann machen wir nämlich das jetzt als erstes, bevor hier dann alles rumsteht. Dann ist das nämlich schon mal erledigt. Und dann entweder zum Ende der Folge oder in der nächsten Folge fahren wir dann die restlichen Maschinen raus. Oder fahren wir erst alles raus? Ne, komm, wir fahren erst alles raus. So hätte ich gesagt. Dann ist alles auf der Baustelle und dann starten wir rein. Ich glaube, dass das. Ich glaube, an sich wäre es wurscht, aber dann ist wenigstens alles draußen. Und dann brauchen wir nicht nochmal rumfahren. So. Ich würde sagen, richten wir uns mal hier vorne irgendwie so eine Art Zentrale ein. Ein Headquarter, wo wir mal alles hinstellen. Perfekt. So. El perfecto. Der Bagger ist schon mal da. Sehr schön. Dann ballern wir gleich wieder zurück und holen den Teleskoplader. Ehrlich gesagt. Der steht ja schon auf dem kleinen Tieflader. Und wenn dann wieder beide Tieflader drin sind, laden wir wieder auf und dann fahren wir die nächsten zwei Touren. Das ist dann nämlich Raube und Walze. Und dann sind wir durch.
Dann ist erstmal alles da. Wie gesagt, den Tankwagen werden wir uns kaufen für die Baustelle auf jeden Fall. Das heißt, wir werden dann alle Maschinen auf der Baustelle direkt tanken. Upsi. Und. Gott, die kommen schnell. Genau. Und den Rest fahren wir so. Ich denke, maschinentechnisch sind wir gut aufgestellt. Falls noch irgendwas fehlt, werden wir wahrscheinlich dann auf Mieten und liefern. Außer beim Auto gerade, aber wahrscheinlich unser eigenes Leben. Da müssen wir mal schauen. Ich hätte auch Bock, den Sani zu nehmen, aber dann können wir den auch kaufen, ey. Weil der große Sani-Kran gefällt mir besser wie der große Liebherr-Kran. Beim kleinen ist andersrum, da gefällt mir der Liebherr besser. Ist ja wurscht. Mit 2 Gamma fahren sie jetzt hier rum. Ja, auf der Brücke ist genug Platz für eine dritte Spur. Das passt. Ist es überhaupt richtig, was ich hier mache? Ja. Letzte Folge ist nämlich geradeaus weitergefahren. Das Navi gesagt, geradeaus weiter. Wollte uns hier einmal quer um die Map schicken. Ja, hier ist ein Auto, bisschen mitnehmen. Alles. 10% Verlust hast du immer. Das ist ganz normal. Überall so. Oh Gott. Hoppala. Hat keiner gesehen. So. Tour Nummer 1 haben wir abgeschlossen. Dann stellen wir uns mal gleich vor die Raupe. So halt. Wir stellen uns dahin. Digga, hat hier diesen den Pritschenauflieger so beschissen geparkt. So. Dann steht der schon mal ready da. Und wir schnappen uns den Kollegen. Und fahren wieder auf Baustelle. Wenn man gesichert ist, ne? Ja. Mit dem Scania fahren wir jetzt den Delelader raus. Und dann kommen wir da oben. Ja. Sind wir nächste Woche auch mit Fahren beschäftigt. Schauen wir, dass wir wenigstens noch zum Schluss vorladen. Dass wir dann in der nächsten Folge nur noch fahren müssen. Wir könnten eigentlich auch das Material mit dem Tieflader holen. Weil dann können wir den Scania auch oben stehen lassen. Und dann brauchen wir nicht nochmal runterfahren zum Umhängen, um die Britsche dran machen. Aber ich glaube, Material kannst du auch mit dem Tieflader fahren. Würde auf jeden Fall einiges an Zeit sparen. Das machen wir auch so. Wir lassen den Tieflader einfach oben. Wir müssen dann bloß die Maschine holen, aber ich glaube, die müssen wir eh, weil die müssen wir eh mit dem Schwerlaster fahren, weil wir die Asphaltwalze auch gleich mitnehmen. Und die passen ja dann da nur zu zweit. Ja, die passen zu zweit ja nur auf dem großen, auf dem Schwerlaster. Ich finde, der Scania fährt sich schon ganz anders. Ne? Ich weiß nicht, vielleicht liegt es aber einfach dran an dem Auflieger. Ich finde, Scania fahrt sich auf den Abstand am besten. Na, vielleicht liegt es auch wirklich am Auflieger. Weil der die kleine, die MAN-Bridge fährt sich auch gut. Oh. Und auch die MAN-Pumpe fährt sich gut. Ich glaube, dass es am Auflieger liegt. So.
Sah. Geiles Wort. Sah. Bald geht's auch mit dem Adventskalender los, ne? Ich darf den Einsatz nicht verpassen. Ja, dass das erste Video dann direkt zu spät kommt. So, dann hier den Kramer einmal runterfahren. Boah, der Baller da lang. Ich glaube, das war keine so schlechte Entscheidung, den Kramer hier mitzunehmen. Perfekt. So, dann schauen wir noch zurückdüsen und die anderen zwei Maschinen aufladen, bevor dann die Folge zu lang wird. Ich glaube, rechtzeitig werden wir es eh nicht schaffen. Aber wenigstens noch aufladen, dass wir den nächsten gleich losfeuern können. Ja, ich glaube, das wird gut. Der Flughafen, ey, mit was weiß ich wie viel Verspätung fangen wir den dann jetzt auch an. Oh Gott. Boah, jawohl. Den, zack, zack, noch einer. Rüber, rüber, rüber. Perfekt, passt. Alles im Griff. Alles im Griff. Der MAN fährt aber schneller, glaube ich, oder? Der ist doch 90 gefahren, locker. Der eiert jetzt bei, schauen wir mal, 88, glaube ich, ist da rumgefahren. Bei der Hinfahrt. Naja, ich nehme alles zurück. Andererseits geht es gerade auch bergab. Ja, guck, hier ist Schluss. Ich kann es jetzt auch gar nicht sagen, ob der immerhin schneller gefahren ist. Vielleicht merken wir es uns ja und dann sehen wir es ja in der nächsten Folge. Mit die Raube hochfahren. Ja, passt schon.
So. Dann einmal die Walze auf dem kleinen Tieflader. Perfekt. Und die Raupe auf dem großen Tieflader. Ups. Gott, jetzt habe ich irgendwas gedrückt. Aber nicht so wichtig. Nicht so schlimm, meine ich. So. Perfekt, dann würde ich sagen, wenn es euch gefallen hat, liken, abonnieren, kommentieren, ihr wisst auf jeden Fall Bescheid. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder, oder? Bis dahin, Peace out und ciao.